Nachdem alle Teile zugeschnitten sind, die Maße findet ihr unterhalb des Videos, nehme ich die schwarzen Papiere und distress die mit schwarzer Stempelfarbe. Und zwar nehme ich dazu das Distress Kissen Black Suit und einen Wattebausch und dann wische ich in kreisenden Bewegungen von außen nach innen nur so vorsichtig über die Ränder. Es soll ja nicht alles schwarz werden, es soll einfach nur ein weicher Übergang sein und einfach einmal rundum wischen. Und dasselbe mache ich dann auch mit dem Streifen. Auch wieder vorsichtig von außen nach innen, nicht zu feste, damit es nicht zu schwarz wird, einmal die Ränder wischen. Okay, und wenn ich jetzt alle Teile zusammenlege, wie sie nachher zusammengehören, dann sieht das Ganze so aus. Was jetzt noch fehlt, ist zum Beispiel oben der Stempel auf dem Chevron-Papier und dieser Focal Point. Und das suche ich mir jetzt aus dem Papier was aus, was ich hier vorne drauf kleben möchte. Ja, da ist die Entscheidung echt schwierig. Welches nehme ich? Welches das? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht doch lieber. Oh, die Katze, die ist doch schön. Also ich nehme die Katze. Die schneide ich mir jetzt aus. Bin dann vorsichtig, schneide es erstmal grob aus. Und zwar so vorsichtig, dass ich später noch den Rest des Papiers auch verwenden könnte. Gerade so, dass ich diese Katze hier nachher ausschneiden kann. Und ich zeige euch jetzt auch gleich einen Trick, wie man super Sachen ausschneiden kann. Egal, ob es aus Papier ist oder ob es gestempelte Motive sind. Und zwar, wenn ihr jetzt so ein Motiv ausschneiden möchtet, dann nehmt nicht die Schere und dreht die oder bewegt die, sondern haltet die Schere gerade und dreht das Papier beim Schneiden. Damit habt ihr viel bessere Kontrolle über das, was ihr da tut. Dadurch, dass die Schere nicht wackelt, sondern ihr wirklich gleichmäßig das Papier dreht, könnt ihr auch wirklich super schön schneiden. Probiert es mal aus. Also für mich klappt das wirklich super. Und weiter geht's mit dem Embossen. Und zwar brauche ich dafür einen Haarpinsel, das Embossingpulver natürlich, das Watermark Ink, also das Wasserzeichen-Stempelkissen und einen Embossing Body. Der Embossing Body, da ist einfach nur Puder drin. Der sorgt dann dafür, dass euer Embossing-Puder nicht überall hängen bleibt an dem ganzen Papier, sondern einfach nur dort, wo ihr dann auch stempelt. So. Dann nehme ich mir jetzt meinen Stempel und lege mir den kopfüber auf den Tisch und nehme es dann auf mit dem Acrylblock, weil es somit wirklich schön gerade immer wird. Also ich mache das immer so, klappt bei mir echt gut. Könnt ihr mal ausprobieren. Okay, jetzt die Stempelfarbe drauf, beziehungsweise ist ja durchsichtig, sieht man gar nicht. Und aufpassen, dass man sehr gerade arbeitet, weil das ja ein Chevron-Muster ist, da würde das jetzt sehr auffallen, wenn das ein bisschen krumm ist. Okay, könnt ihr das erkennen? Ist schwierig, ist ja fast farblos, ah, doch ein bisschen kann man es sehen. Jetzt nehme ich mir ein Stück Druckerpapier und lege es drunter, um das überschüssige Embossingpulver nachher aufzufangen. Okay, jetzt schütte ich das ganze Pulver einfach großzügig drüber. So, genau. Und dann weg damit und tada! Da, super. Wenn jetzt doch noch ein bisschen Pulver hängen bleibt, dann nehme ich meinen Haarpinsel und wische das ganz vorsichtig weg. Den Rest vom Embossingpulver kann ich dann wieder zurückschütten. So, jetzt nehme ich meinen Embossingföhn und lasse den ein bisschen vorheizen.
Und dann gehe ich vorsichtig darüber, bis es schmilzt. Könnt ihr das sehen? Jetzt ist es geschmolzen, hat dann so einen schönen Schimmer, so einen, ja, ist dann leicht erhaben. Genau. So, und jetzt basteln wir das alles zusammen, was wir da an Teilen haben. Also ich mag einfach gerne das doppelseitige Klebeband, aber ihr könnt selbstverständlich auch was anderes nehmen, was euch beliebt. So, hier aufpassen, dass man es richtig rum aufklebt, weil es ist ja ein Schriftzug, wäre fatal, wenn man es falsch rum aufklebt. Okay, also alle Teile zusammenkleben einfach. So, schön gerade wieder, weil wie gesagt, mit dem Chevron-Muster ist das so eine Sache, fällt sehr auf, wenn es krumm ist. Jetzt noch hier mit 3D-Pads diese Katze drauf. Und eigentlich ist die Karte damit schon fast fertig, aber ich möchte noch ein bisschen Glitzer haben. Und ich liebe diese Twinkle Goosebumps. Schaut mal, die sind so toll. Die glitzern total subtil, aber richtig schön. Also ich möchte die unbedingt noch auf der Karte unterbringen. Da ja der Streifen hier schwarz ist, nehme ich jetzt die Orangen, damit ich noch einen kleinen Kontrast habe. Überlege mir noch, wo ich die hinhaben möchte. Mache auch noch ein paar Rhinestones dazu. Ja, und dann ist die Karte eigentlich auch schon fertig. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch so viel Spaß gemacht, wie mir das Gestalten der Karte.